Ding. Hallo? Grüße, Herr Maroni. Ich bin ja, moin. Unten und ich warte auf Sie. Jo, wunderbar. Werden Sie nicht so lange brauchen, oder? Nee, ich bin jetzt gerade angekommen. Ah, was? Sie sind angekommen? Ja, ich bin da. Jo. Ja, wunderbar. Eventuell bräuchten wir dann aber auch den Kaiser hier, weil der hat extra für den Schwerlast den Hänger für mit. Ja, Herr Kaiser, der weiß schon Bescheid. Ja, der ist gerade schon die erste Tour wieder rausbringen und wird dann wieder runterkommen. Sie können gerne erstmal eben kurz mitfahren, weil wir gucken uns jetzt eben schnell die Fahrzeuge an. Wunderbar, ich muss noch einen Moment warten. Okay. Ja, ne? Ja, ja, hier ist der Außenlager von der Spedition. Ah, Sie sehen da, da stehen schon die nächsten Sachen, die transportiert werden müssen. Herr Maroni? Ja. Können Sie eigentlich Mähdrescher fahren? Ja. Ich war ja jo, das ist nebenberuflich Landwirt. Ja, wunderbar. Dann hätte ich sogar schon eine Aufgabe für Sie. Sie könnten mir den Mähdrescher hier hochfahren. Das wäre ganz gut. Ja, vergessen Sie nicht, ne, die Rundumleuchten anzumachen, ne, wenn Sie unterwegs sind mit dem. Wunderbar. Ja, das stimmt. Ja, bitte? Ja, genau, bei mir am Hof. Ich bin dann auch gleich sofort hinter Ihnen und nehme Sie dann wieder mit runter. Ja. Tschüss. King? Ja, bitte. Ich habe gerade gesehen, ich bin etwas zu breit für die Straße. Das. Nee. Also normalerweise können Sie mit dem drüber so fahren, ohne polizeiliche Konvoi. Ja.
Ciao. Ja, genau, das ist sehr kleine und das ist, dürfte auch keine Probleme mit sich führen. Scheiße. Nee, gerade nicht. Ich habe gerade nur nichts sehen können hinten. Nee, wir brauchen dann kein Schwertransport mehr. Einfach auf den Hof abstellen, dann reicht das. Rest würde ich dann übernehmen. So, mal gucken, ob die Rundenmenschen an sind. Die Rundenmenschen sind an, wunderbar. Oh. Ja, dann ist das halt so, ne? Ist es jetzt besser? Ich weiß, wie man sagt, wir sind auch alle noch Neulinge. Und deswegen. Also jetzt besser? Ich hoffe, dass das jetzt besser ist mit der Lautstärke. Was, danke für deine Hilfe, Suman. So, mein Kind anrufen, ob er bleibt. Ja, ich bin ja schon da. Herr King? Hallo? Ah, ich nochmal, Herr Maro, Herr King. Ich bin Ja, gerade bitte. angekommen bei Ihrem Hof oben und ich sitze im Trecker. Ja, kein Problem. Okay. Jo. Ja, ich werde vermutlich gleich Polizei. Ja, ich muss doch
Mir ist was von der Ladefläche gefallen. Wie komme ich jetzt? Ja, müssen Sie die Frau Himmel anrufen. Rufe ich die Frau Himmel an, dass sie die mich zur Gemeinde bringt, dann komme ich mit dem Einsatzfahrzeug. Brauchen wir die Feuerwehr? Nee, nee, das ist Nur noch halb so Polizeieinsatz, wild. nur Polizei. Genau. Okay, dann rufe ich schnell die Frau Himmel an. Ja, wunderbar. Tschüss. Stadtgemeinde Schwarzingen, Himmel, guten Tag. Grüß Gott, Frau Himmel. Ich bräuchte bitte dringend eine Abholung von Herrn King, seinen Hof, von seinem Landwirtschaftshof. Er hat Ladung verloren. Und da müssten Sie mich bitte schnell zum Landhandel bringen, nicht zum Landhandel, zur Gemeinde bringen, dass ich mein Einsatzfahrzeug losfahren kann, weil mein Privatfahrzeug steht leider bei der Spedition. Ja, wo sind Sie? Beim Herrn King am Hof. Beim Herrn King. Och du, das ist gerade gut. Ich war gerade auf dem Weg zum Herrn King, auf dem Bauhof. Ja, bitte dringend zu mir und dann sofort, muss ich sofort zu ihm fahren. Beeil mich. King, sagen Sie. Ja, bitte. Aussuchen. Das ist bei Feld 4252 da, unterhalb. Ja, ich bin bei Feld 18. Ja, super. Dauert natürlich jetzt. Dann haben Sie die Ausnahmsweise die Verfügnis, schneller zu fahren. Naja, nicht so ohne. Ich will ja gesund ankommen. Ah, der King ist auch schon da. Wo liegt denn das Ladegut? Keine Ahnung, wo das liegt. Krieg. So, meine Freunde, das war's für heute. Wir haben danach noch einen Polizeieinsatz, weil der Herr King hat ja Ladegut verloren. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also für alle YouTuberinos, wie man so schön sagt. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!